Antrag. Die Situation in Moskau ist angespannt. Seit Tagen werden Lösungen beraten und verkündet. Stunden später sind sie längst überholt. Die Ukraine pokert. Und Premierminister Wladimir Putin trimmt Gazprom auf einen harten Kurs. Welche Vorschläge haben Sie, fragt der Gazprom-Chef Alexander Miller. Er denke daran, den Gasfluss in Richtung Ukraine zu drosseln, erwidert Miller, um die Menge, die die Ukrainer geklaut haben. Gut, dann drosseln Sie, lautet die Anordnung. Was Gazprom angeht, der Konzern macht nur Verluste, wenn er nicht liefert. In diesen Tagen, wo die Lieferungen durch die Ukraine gestoppt wurden, hat Gazprom ungefähr 800 Millionen Dollar Verlust gemacht. Novi Urengoi, die russische Gashauptstadt. Die Plattenbausiedlungen stammen aus den Tagen der Pionierzeit, den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Damals, als hier das Gas entdeckt wurde. Wer heute nach Novi Urengoi reist, braucht noch immer eine Sondererlaubnis und er muss fliegen. Die Metropole ist weit weg. Nach Moskau sind es 2500 Kilometer. Eine Fernstraße gibt es nicht. Die meisten der 120.000 Einwohner arbeiten für Gazprom. Alexander Sukov ist einer von ihnen. Er gehört noch zur ersten Generation der Pioniere. Busse fahren die Arbeiter morgens im Dunkeln zu den Gasfeldern und sie kommen wieder in der Dunkelheit zurück. Die Sonne scheint nur ein paar Stunden. Wer hier arbeitet, verdient mehr als im restlichen Russland, auch wenn es hart verdientes Geld ist. Nicht zufällig singt der Chansonnier im Autoradio vom Krieg. Auch hier herrscht eine Art Krieg. Die Temperaturen können bis auf 50 Grad unter Null fallen. Schuften im Ausnahmezustand. Als ich hierher kam, dachte ich, 5 Jahre arbeite ich hier, verdiene Geld, kaufe ein Auto und fahre wieder weg. Aber der Norden macht süchtig, heißt ein Sprichwort. Und nun sind aus den 5 Jahren erst 15, dann 20 und nun schon 30 Jahre geworden. Jetzt zieht es uns eigentlich woanders hin. Wenn wir beispielsweise im März Fernsehbilder von woanders sehen, überall ist es grün. Wenn ich allerdings dagegen aus dem Fenster schaue, sehe ich Eis und Schnee. Aber vielleicht ist das ja eine Alterserscheinung. Alexander arbeitet im Gaswerk Nummer 1. Es ist das älteste Gaswerk. Das Feld ist nahezu erschöpft. Alexander und das Werk stehen für die Vergangenheit in Novi Urengoi. Die Zukunft liegt 4 Stunden weiter draußen in der Tundra. Die Bedingungen, dort das Gas zu fördern, sind schwieriger. Jetzt muss man den Stoff aus Tiefen bis zu 3500 Meter holen. Mit enormem technischem Aufwand und mit viel Geld. Dennoch lohnt es sich. Allerdings muss Gazprom mehr denn je mit ausländischen Partnern zusammenarbeiten. Die Ausbeutung neuer Gasfelder geht nicht ohne fremde Hilfe.
Nun, das ist eine logische Entwicklung, dass wir international mehr zusammenarbeiten. Die Projekte auf dem Öl- und Gassektor sind sehr teuer. Hightech-Industrie. Man braucht besondere Techniken und Managementkenntnisse und ausländische Firmen. Das ist ein gemeinsamer, profitabler Ansatz. Wie etwa mit dem deutschen Chemiekonzern BASF. Seit Anfang der 90er Jahre kooperiert das Unternehmen mit Gazprom. BASF macht Milliardenumsätze mit dem Gas aus der Kälte Sibiriens.